Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, wir sind immer noch in diesem Dungeon hier, müssen jetzt den linken Eingang noch machen. Sind hier im letzten Part am Ende noch gestorben, wieder mal, kommt ja auch gar nicht oft vor oder so. Hustus, ich habe das Gefühl, das Mikrofon ist ein bisschen sehr nah dran. Sonst puste ich hier wieder viel zu viel rein. Das passiert mir nämlich ein bisschen häufig. Ich muss unbedingt ein neues Mikrofon kaufen. Und auch mal endlich ein Mischpult. Um noch bessere Qualität rauszuhauen. Also ein Soundboard, Mischpult, Mikrofon, alles Mögliche. Denn so kann das nicht weitergehen. Jetzt, wo ich bald besseres Internet habe. Und auch besseres Equip in den Rechner eingepflanzt habe. Kann auch endlich mal besseres Equip zum Aufnehmen da sein. Ich meine, ich habe ja schon ein bisschen aufgerüstet mit dem Greenscreen und die Softbox letztes Jahr halt erst. Ist aber halt, wie gesagt, schon ein Jahr her und das Mikrofon habe ich jetzt auch schon, oi. 3 Jahre oder so? Ich brauch auf jeden Fall mal ein neues. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist halt, ja. Definitiv das nächste, was ich mir kaufen werde. Mit einer neuen Grafikkarte. Neue Grafikkarte und neues Mikrofon und Mischpult. Das werde ich mir als nächstes holen. Oh, da war die Treppe. Ich habe sie gesehen. Da war die Treppe. Ja, auf jeden Fall. Es muss einfach langsamer sein. Das geht einfach nicht anders. Okay, gut. Lebmoment des Besiegs. Skorgro hat uns doch letztes Mal besiegt, oder? Im letzten Bad am Ende noch? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Naja. Ja, aber bis ich die ganzen Sachen kaufen kann, dauert das auch nochmal ein paar Monate. 1, 2. Also Januar. Frühestens Januar kann ich mir das neue Mikrofon holen. Frühestens Januar. Mischpult und so dann noch später. Ich werde mir das dynamische Mikrofon holen von... Ah, verdammt. Oh, das, was die meisten Leute benutzen, was Gronkh auch zum Beispiel benutzt, das Mikrofon. Oh, ich sehe ein Licht dort drüben. Das muss der Ausgang sein. Und schon wieder da. Hey, was? Das ist... Genau, der Ort, von dem aus wir gestartet sind. Was? Warum nur? Wir nahmen den rechten Eingang und sind hier gelandet. Als wir den linken Eingang betraten, waren wir also sicher, dass wir weiterkommen würden. Was geht hier vor sich? Wie wollen wir jetzt vorankommen? Ich frage mich, ob dahinter irgendein Rätsel steckt. Wir müssen vielleicht ein Rätsel lösen, um voranzukommen. Hey, Gardevoir, irgendwelche Ideen? Nein, entschuldigt. Aber ich habe nicht die geringste Ahnung. Hier gibt es 2 Eingänge und ansonsten gibt es nichts. Wenn Gardevoir keine Idee hat, haben wir wohl eine große Chance, die Lösung zu finden. Augenblick. Ich möchte nicht auf eine Stufe mit dir gestellt werden, Meditalis. Hä? Was meinst du damit? Dann verrat uns doch. Hast du vielleicht etwas herausgefunden, Schlappohr? Nun, nein. Um ehrlich zu sein, habe ich auch keinen Schimmer. Oh Mann. Na gut, so viel dazu. Das war in etwa das, was ich erwartet habe. Darum bin ich dir nicht böse. Wir kennen uns schon eine Weile. Ach, Meditalis. Danke. Ist schon gut, aber um ehrlich zu sein, was sollen wir tun? Hey, wartet auf mich! Oh. Was? Knuddel auf dein Ernst. Da hab ich dich! Mein perfekter Apfel! Du bist es. Knuddel auf? Oh, hallo Team Charm! Juhu, liebe Freunde! Wie kommt Knuddel auf hierher? Oh, lass mich raten. Du hast dich auf die Suche nach dem Schatz gemacht. Was? Schatz? Darüber weiß ich nichts. Über einen Schatz meine ich. Mein perfekter Apfel hüpfte und kullerte mir davon. Ich habe ihn verfolgt, wie er so davon kullerte. Und bin irgendwie hier gelandet.
Oh, verstehe. Alles klar, alles klar. Und was macht ihr hier so? Wir kommen anscheinend gerade nicht mehr voran. Siehst du die beiden Eingänge dort? Welchen wir auch nehmen. Wir kommen auf jeden Fall wieder hier an. Wir vermuten, dass wir ein Rätsel entführen müssen. Wir sind nämlich schon ganz verwirrt. Hast du eine Idee, was wir mal probieren könnten, Pnuddeluff? Ja, perfekte Äpfel. Oh, hast du uns etwa nicht zugehört? Echt jetzt, Pnuddeluff? Wenn du eine Idee hast, teile sie uns doch bitte mit. Wenn du deine Weisheit mit uns teilen würdest, wären wir vielleicht in der Lage, dieses Rätsel zu lösen. Na, vielleicht sollten wir auch einfach jemand anderes um Hilfe bitten. Du sagst es. Es war ein Fehler, ihn zu fragen. Er hört uns einfach nicht zu. Quatsch, ich habe ganz genau zugehört. Wie bitte? Ihr habt mir doch geholfen. Das wäre doch schrecklich unhöflich von mir, nicht aufzupassen. Ja, wenn man darüber nachdenkt, ist es doch eigentlich ein herausforderndes Rätsel, nicht wahr? Es gibt hier nur zwei Eingänge. Egal, welche man noch nimmt. Swoosh! Nochmal machen, nochmal machen. Ich gebe auf. Ich weiß es nicht. Allerdings. Allerdings? Nun, ich frage mich, ob die sichtbaren Durchgänge die einzigen sind. Sichtbaren Durchgänge? Sie sollen nicht die einzigen sein? Oha! Ein perfekter Apfel! Ah. Schwupp! Perfekter Apfel! Perfekter Apfel! Perfekter Apfel! Ah. Renn einfach hinterher. Wo ist er hin? Knuddeluff ist einfach durch die Wand gelaufen. Was zum Kuckuck? Knuddeluff ist verschwunden. Aber wenn das so ist... Natürlich. Wenn das so ist, ist diese Wand... Die Wand ist anscheinend ein getarnter Durchgang. Was? Könnte das sein? Wenn das stimmt. Gardevoir Schlappohr. Lasst uns herausfinden. Jo. Wo war ich denn geblieben? Irgendwie bei den ganzen Sachen, ne? Ja, ich kann sie frühestens irgendwie... Alter, haben wir viele Äpfel. Ja, 1-2 Monaten bestellen. Also Januar auf jeden Fall. Das neue Mikrofon und das Mischpult auf jeden Fall. Und die Grafikkarte kommt dann... Oh, unser Lager ist voll. Lol. Ja. Das... Die Grafikkarte kommt dann auf jeden Fall ein bisschen später noch. Ich muss mal gucken, wie ich das alles mache. Wo sind wir? In einer Kalksteinhöhle. Hinter dieser Mauer. War diese gewaltige Kalksteinhöhle versteckt. Ich wusste es. Ich wusste, dass die Wand das Geheimnis zum Weiterkommen bergen würde. Natürlich, Schlappo. Knuddeluff ist nicht hier. Er ist vielleicht schon weiter voraus. Wir sollten uns auch aufmachen. Ja, solltet ihr. Solltet ihr. Also das dynamische Mikrofon da, was Gronkh benutzt und so. Hatte ich auch schon gesagt, ne? Ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Egal. Auf jeden Fall neue Sachen kaufen. Wird auf jeden Fall mal Zeit. Ihr habt ja auch nochmal ein bisschen bessere Qualität verdient, alle, ne? Ich gebe mir schon Mühe, gute Qualität rauszuhauen. Und es fällt mir immer wieder schwer, wenn ich dann... Also, ich reg mich immer wieder auf, wenn ich dann merke, verdammt, zum Beispiel der Sound bei Tomb Raider ist so doof gemacht, dass du da halt die Sprachausgabe und die Soundeffekte an sich halt auf einem Regler hast. Das ist total doof. Ich kann es halt nicht anders einstellen. Stimmen sind halt alle so leise und dann mache ich das mal ein bisschen lauter, aber dann sind die Effekten wieder viel zu laut und ach, das ist total doof und das macht mich so ein bisschen, das nervt mich so ein bisschen. Weil ihr dann auch so ein bisschen schlechtere Qualität, sag ich mal, bekommt. Und das ist halt kacke. Ich will das nicht. Ich will euch die beste Qualität bieten. Oder eine sehr, sehr gute Qualität bieten. Aber das... Ach, komm schon. Oh, okay. Zack. Und ja, das ist knapp manchmal leider, wie es aussieht, nicht. Und es tut mir halt irgendwie voll leid. Aua. Oh Mann. Komm, auch eine Konfusion. Schön. Wir müssen die böse Beere einsetzen. Schlapper. Ja, es tut mir immer ein bisschen leid. Und das macht mich ein bisschen mad, sag ich mal. Aber ich kann es halt leider nicht ändern. Irgendwie.
Und ich habe halt auch so die Zeit immer momentan noch, also später werde ich die Zeit wahrscheinlich haben oder auch jetzt in den Ferien irgendwie. Ich sag mal Ferien, ich habe Urlaub, meine ich. Im Urlaub nehmen. Oh fuck. Oh, lol, das zieht. Oh, das zieht ein Zug. Okay, fixieren. Ja. Wo war ich gerade? Jo, alles klar. Ich hab's vergessen. Nein. Genau, ich habe jetzt bald Urlaub und dann habe ich. Da, in solchen, so, solchen Momenten hätte ich noch wahrscheinlich Zeit, mehr auf die Videos zu achten, mehr sie zu schneiden, sag ich mal, also stärker zu schneiden. Mehr Zeit in den Schnitt zu investieren, aber ich habe momentan halt einfach gar nicht die Zeit dafür, das alles zu schneiden, sodass ich bei Tomb Raider zum Beispiel die Stellen, wo gesprochen wird und keine Soundeffekte sind, höher zu drehen. Also lauter zu drehen. Und die anderen Stellen halt leiser zu drehen. Dafür habe ich halt einfach nicht die Zeit und das ist auch ein bisschen doof. Es tut mir auch wieder leid, das regt mich auch manchmal ein bisschen auf, dass ich das halt nicht so machen kann, wie die ganzen anderen YouTuber, sag ich mal. Die investieren ja in den Schnitt auch nochmal so viel Zeit, das ist übertrieben. Und das kann ich ja leider nicht machen. Deswegen gibt es bei mir halt ja auch keine geschnittenen Videos. Und ja. Aber ich kann bei der, wenn die bessere Internetleitung da ist, dann kann ich auch nochmal richtig durchstarten. Oder noch besser durchstarten, weil dann dauert ein Video hochladen halt nicht mehr so lange, nicht mehr so Ewigkeiten, 2 Stunden wie jetzt. Und ich kann dann auch endlich mal ein bisschen mehr aktiver streamen, weil meine Internetleitung lässt jetzt nicht zu, dass ich viel streame. Und dadurch, dass ich halt auch viel LOL zocke und viel auch gerne LOL zocke, und das dann auch halt mache, wenn ich nicht gerade aufnehme oder halt, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, dann zocke ich ja halt gerne LOL. Und das kann ich dann auch durch die Streams viel besser umsetzen, sag ich mal. Ich kann halt aufnehmen, an einem, also ein bisschen vorproduzieren, so wie ich es jetzt auch schon mache. Und dann, wenn ich LOL zocken will, was ich dann halt auch öfter zocken kann. Ich habe keine, doch, ich habe noch Eisenlohn, okay. Oder was ich halt auch dann nicht mehr mit meiner Schwester absprechen muss. Weil jetzt momentan muss ich mich ja noch mit ihr absprechen, ob sie Videos gucken will oder nicht. Weil dann kann, wenn sie Videos guckt, kann ich nicht zocken. Weil mein Internet halt so bad ist. Mein Internet ist halt so bad, so. Muss ich nochmal zu Pfund machen, okay. Ach komm. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, mein Internet ist so bad. Und dann, das muss ich dann später nicht mehr machen. Dann habe ich eine bessere Leitung und so. Viel besser. Und dann kann ich auch halt aufnehmen. Videos dauern nicht mehr so Ewigkeiten zum Hochladen. Zum Rendern auch nicht mehr, dadurch, dass ich die neuen Sachen bekomme. Dann noch. Ja, kann ich halt, während ich. Dann kann ich halt streamen. Und während des Streams kann ich halt dort zocken, weil meine Uploadrate halt um einiges besser geworden ist dann. Wodurch halt, ne? Dadurch kann ich so gut wie jeden Tag eigentlich streamen. Und ja, darauf freue ich mich schon. Es wird kaum noch Verspätungen geben, was Videos angeht, weil sie halt einfach irgendwie schnell hochgeladen sind. Im Gegensatz zu jetzt, ich kann jeden Tag streamen, ich kann jeden Tag LOL streamen auf jeden Fall. Das freut mich halt mega, weil ich dadurch halt, ja, meine Leidenschaft, was das Stream angeht, aufleben kann und meine Leidenschaft, LOL zu zocken. Und trotzdem noch Let's Plays bringen, das ist halt ziemlich geil. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt im Grunde irgendwie verstanden. Wieso lese ich das jetzt? Ach, egal, jetzt habe ich nicht vorgelesen. Egal. Ja. Also, ab nächstes Jahr wird auf jeden Fall einiges geiler. Bessere Qualität durch Mikrofon und Mischpult und so. Ich muss nur gucken, wie ich das hier alles anbringe, sag ich mal. Ich halt kaum, ich habe kaum Platz in meinem Zimmer. Mein Zimmer ist so klein. Ich weiß nicht, ob ihr mal ein Vlog oder so gesehen habt, in dem ich in meinem Zimmer war. Da kommt das durch das Fischaugenstativ vielleicht noch ein bisschen größer rüber, aber ich kann auch mal irgendwann, ja, mein Zimmer komplett zeigen. So eine kleine Roomtour machen wollte ich sowieso schon Ewigkeiten mal machen. Ja. Ich habe auf meinem Schreibtisch kaum Platz, weil ich ja meine 3 Bildschirme hier habe. Mein Fernseher steht hier noch drauf, der ist halt, ja, aber mit dem Bild oder mit der Bildschirmseite zu meinem Bett gedreht. Oh. Puh. Das war gerade knapp. Deswegen, also den benutze ich ja nicht als Bildschirm, den benutze ich als Fernseher, beziehungsweise als
ich chill im Bett und gucke Netflix. Was aber auch selten vorkommt. Ja, ich habe dann noch meine ganzen anderen Sachen. Ich habe ständig tausende Kaffeebecher hier stehen. Weil ich meine Kaffeebecher nach dem Kaffee trinken nicht immer runterbringe. Sondern die oben stehen lasse. Ist ein bisschen problematisch. Und noch so viel anderen Kram. Meine Tastatur und dies, das. Und so groß ist halt mein Schreibtisch nicht. Er ist schon echt groß. Er ist schon echt groß. Aber halt nicht so groß. Muss ich gucken, wo ich das Mischpult unterbringe. Und so weiter und so fort. Oh, verdammt. Ich geh mal weg hier. Oh. Du bist da ganz alleine. Das ist nicht gut. Okay. Ich bin Level 35. Irgendwas Cooles? Nein, keine neue Attacke. Schade. Wo ich stehen geblieben? Ja. Muss ich gucken, wie ich das alles anbringe, aber das kriege ich schon hin. Das kriege ich schon hin. Auf jeden Fall. Ja. Ab nächstes Jahr wird alles besser. Alles besser. Ich darf trotzdem nur nicht vernachlässigen, irgendwie meine Freunde oder so zu treffen. Das ist mir doch schon wichtig. So am Wochenende mal. Kann ich mal erzählen, ich war am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt. Und, also am Freitag. Auf dem Weihnachtsmarkt. Und danach, nach dem Weihnachtsmarkt, hatten wir so die stumpfe Idee, einfach mal in die Spielothek zu fahren. Das war mein erstes Mal, dass ich in der Spielothek war. Wir wollten es mal ausprobieren. Und ja, für so einen spontanen Besuch, sag ich mal, war es ganz cool. Denn ich habe sogar Gewinn gemacht. Da habe ich jeder gesagt, ja komm, wir schmeißen 10 Euro rein. Und dann, ja, entweder verlieren wir halt 10 Euro, was jetzt vollkommen okay ist. Eieiei. Was vollkommen okay ist, oder wir gewinnen halt was. Was noch geiler wäre. Und ich habe sogar Gewinn gemacht, das war ganz cool. Das war ziemlich cool. Fürs erste Mal Spielothek, ja. Ich meine, so viele sagen ja so, Spielothek, das ist, solltet ihr nicht machen, das ist Suchtgefahr und geht niemals in die Spielothek. Ja, ihr bringt euch ins, wie heißt das? Ihr treibt euch in den Ruin und dies, das, aber ich finde, jetzt einmal in die Spielothek gehen oder so, solange man es nicht jeden Tag übertreibt mit jeden Tag 50 Euro oder so reinschmeißen, ist doch alles okay. Also, ich war jetzt einmal, ich bin jetzt 19, ich werde 20 in, für euch ist es in 17 Tagen. Ja, Silvester werde ich 20. Und mit 20 Jahren einmal in der Spielothek gewesen ist doch, weiß ich nicht, es geht doch wohl. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, alle 3 Monate oder so mal dahin geht und sagt, ja komm, wir schmeißen da mal 10 Euro rein, dann geht das doch voll. Wie gesagt, entweder macht man halt Gewinn oder man hat halt mal 10 Euro verloren. Das sind 10 Euro. Das sind 2 Döner. Nicht ganz. Also, nicht ganz 2 Döner. Also, Moment. 2 Döner kosten weniger als 10 Euro, aber halt so in dem Dreh. Ich meine, hallo? Geht doch total klar. Finde ich. Also, ich und das nichts Verwerfliches dran. Wie gesagt, solange man es nicht übertreibt. Ach ja. So, der Part ist aber auch gleich zu Ende. Ich hoffe, dieser Dungeon geht nicht mehr so weit. Ne, okay. Ist vorbei. Und wir beenden hier jetzt auch den Part, Leute. Ja, vorsichtshalber beenden wir jetzt den Part. Nicht, dass es wieder Ewigkeiten so ein Dialog wird oder so. Oder gleich noch ein Finalkampf oder so kommt. Keine Ahnung. Wir beenden jetzt hier den Part. Und sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Und sorry, falls die Folge von meinem Gelaber her ein bisschen verwirrend ist. Irgendwie kann ich mich bei Pokémon nie so wirklich konzentrieren, was ich laber. Das ist ein bisschen problematisch. Ich weiß nicht. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich alles geredet habe. So, den Zusammenhang und so. So. Haut rein.